Ja, so einen Mix habe ich übrigens schon mal gemacht damals. Zu meiner exzessiven Minecraft-Phase. Habe ich halt auch ein eigenes gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Habe ich halt auch mit Freunden, mit denen ich damals gespielt habe, immer geteilt. Und es auch benutzt dann. Aber was habe ich nicht mehr? Ist eh wahrscheinlich ein bisschen outdated. Aber kann ich gerne mal ein neues machen. Ja, und da hatte ich letztens auch einen Kommentar von einem netten Zuschauer gesehen. Übrigens nochmal Dank an dich für deinen Kommentar. Der war relativ. Der war nett auf jeden Fall. Und er hat auch Meinung da eingebracht. Das fand ich auch gut. Weil er gesagt hat, er findet das Texture Pack ein bisschen komisch. Da habe ich ja geschrieben, habe ich mich halt bedankt und gesagt, ja. Ist ja Ansichtssache und da hat er auch gesagt, ganz nett geantwortet, ja, das stimmt schon und so weiter. Also, solche Konversationen mag ich eigentlich. Aber da habe ich schon mal die Rezension bekommen, dass manche das Texturenpack nicht gefällt. Und ich hatte eh irgendwann vor, wenn ich die Zeit dafür finde, dass ich halt mein eigenes so zusammenmixe. Das werde ich dann halt im Let's Play benutzen und eventuell irgendwann zum Download anbieten. Das darf ich aber auch erst, wenn ich die Rechte von allen Texture Pack oder beziehungsweise Resource Pack Entwicklern eingeholt habe. Denn es ist ja ein Mix. Ich benutze dann ja keine eigenen Texturen oder vielleicht doch? Nee. Eine Textur kriege ich glaube ich nie hin. Naja. So einen Mix habe ich übrigens schon mal gemacht damals. Zu meiner exzessiven Minecraft-Phase. Habe ich halt auch ein eigenes gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Habe ich halt auch mit Freunden, mit denen ich damals gespielt habe, immer geteilt. Und es auch benutzt dann. Aber was habe ich nicht mehr? Ist eh wahrscheinlich ein bisschen outdated. Aber kann ich gerne mal ein neues machen. Könnt ihr auch Vorschläge geben, was da rein soll. Oder, ja, ja, was ich dann halt reinpacken soll. Was aus welchem Texturenpack, welchen Block möchtet ihr sehen und so weiter und so fort. Okay, jetzt, Alter. Wir sind ja richtig productive hier. Productive, productive, productive. Schön produktiv sind wir. Das gefällt mir. I like productivity. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Alter, wir haben überall Simu-Build-Constructor-Boxen rumfliegen. So, neues Essen. Pfeifen uns halt mal rein. Ja. So, Eisen haben wir auch am Stissel. Cool. Ah ja, stimmt. Jetzt vergesse ich schon, wenn das Erde holen will. Was ist denn los? Ja, ja, ich finde es gut, wenn man so viel Erde hat, die für einen sinnvollen Zweck abgebaut hat und die gleichzeitig für einen sinnvollen Zweck wieder in den Boden hämmert. I like that very much. Und ich muss mal sagen, wir haben schon wieder gut Kohle gemacht. Aber bald arbeitet hier wieder ein Farmer und dann ist vorbei. Dann sind wir wieder arme Säue, das ist natürlich, naja. Die Frage ist, wie viel baue ich denn hiervon jetzt noch ab oder, warte mal, komm hier. Ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? Ich wollte ja noch keine mega riesen Ultra-Farm machen hier. Sagen, ich fange hier an. Dann kann ich die Erde auch wieder wegpacken. Komm. So. Und für die Zäune können wir natürlich perfekt das Birkenholz benutzen. Fällt mir gerade mal so spontan auf. Was wir eh noch für Stickies verwenden.
So. Dann bräuchte ich mir noch ein paar von den Zäunen. Von den Zauntoren. Ja, da können wir eigentlich nur als Bretter dafür verwenden. So. Irgendwann gibt's auch bestimmt farbige Sticks oder so. Oder gibt's die schon? Weiß ich gar nicht. Nee, glaube ich gar nicht. Aber irgendwann kommt das. Aber hat sich bestimmt ja schon mal gedacht, dass man irgendwann jedes Holzobjekt in jeder Farbe bekommt. Ist ja irgendwie logisch, oder? Vor allem, wenn man Mojang kennt. Okay, eins. Ich muss jetzt mal. Jetzt fängt wieder so ein Teil an, wo ich überlegen kann. Ich überlege gerne. So. Erstmal baue ich hier einen Gang. Nam-Style. So, den befülle ich auch mit Kies irgendwann. Ist ja lang genug. Ja, komm ja. Sind wir mal richtig großzügig. Ja, komm, bam. Das ist mal ein Feld auf jeden Fall. So, eins, oder? Na komm. Wird unästhetisch. Ja, perfekt. So, jetzt muss ich ganz kurz hier. Ja, das kommt auch noch frei. Tück. Da brauchen wir ein bisschen Kies hier, aber das kriegen wir schon. Ja. Können wir wohl schon auftreiben. So alt sind wir schon. So, okay. Kommen da Kies hin. Hier auch. Und Seerosenblätter. Wir bräuchten einen Sumpf. Wir müssten einen Sumpf finden irgendwann. Einfach nur fürs Aussehen. Da wir das hier eh nicht selbst von Hand abbauen, ist es nur fürs Aussehen. Kohle. Die lassen wir natürlich nicht entgehen. Kacke, wir müssen so ein Loch füllen hier. Eieieiei, Level 30. Da achte ich ja gar nicht so drauf hier. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Alter, Level 30. Wir sind ja auch erst einmal gestorben. Das ist auch richtig krass. Wir müssen jetzt schon in Folge 30 plus sein oder so. Alter. Und da ist Level 30, das ist ja peinlich. Naja. Ist ja kein Minecraft Survival. Das Lied, das da läuft, kenne ich übrigens gar nicht. Irgendwie. Nein. Ich wollte doch noch hier. Okay. Oh, wir können schlafen. Ja, der Rubel läuft auf jeden Fall. Der Rubel rollt auf jeden Fall. Dab, 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 dab. Alter. Wir sind auf jeden Fall bald die Rich People hier. So. Hab ich glaube ich schon mal gesagt, jetzt habe ich gleich das Déjà-vu. Alter, wir haben genug Kies. Yo, geil. Auch noch mehr? Geil. Ist auf jeden Fall richtig Hammer. So. Was kommt hier rein? Lal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 a. Falsch. Lalalalalalala. Nicht. Zack, 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 zack. Nee, nicht. So. Da habe ich ja heute in der Schule, einen alten Klassenkameraden wieder getroffen. Nein, nicht Klassenkameraden, Jahrgangskameraden. Der jetzt in der Ausbildung bei der Glaserei ist. Da haben sie ein Fenster ausgetauscht und deswegen musste den Raum wechseln. Habe ich mich ihm kurz unterhalten. War auf jeden Fall ganz cool. So, ne, Kies könnte ich sogar noch gebrauchen. So. Jetzt kommt das hier. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Okay. Hier kann ich den Zahnarm weiterbauen. So, bis hier hin. So, perfekt. Hier baue ich erstmal zu, weil ich habe ja erst ein Feld. Wird auch wieder ein Getreidefeld dann. Dauert dann noch ein bisschen, bis die anderen kommen, aber wir haben ja jetzt eine schöne Fläche hier. Können wir auch schön was bauen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ich muss sagen, das war wirklich schon ein bisschen umständlich hier und auch teilweise ein bisschen deprimierend, die Fläche hier wirklich gerade zu kriegen. Also, das war ein Wald, Berg, Scheißbiom hier, ey. Und ja, wir haben es geschafft und jetzt bin ich ziemlich glücklich, dass wir die große Fläche haben, auf jeden Fall. Ja. Pflasterstein kann weg. Haben wir noch irgendwie hier. Ja, Stöcker haben wir, Stickies, aber haben wir keine Dingensbäume mehr? Die hellen? Ja, okay. Dann muss ich wohl dieses Holz hier aufwenden. Ist jetzt zwar nicht das Beste, aber naja. Kannst du nichts machen. Zack. Zack. So, komm, wir können ein paar mehr Zäune bauen. Wir brauchen die eh alle irgendwann. So. Zack. Zack. Und zack. Perfekt. Ja, das sollte auf jeden Fall. Jetzt reicht sie auf jeden Fall. Hallo? Schon mal nicht. Ist ja frech. So. Ach cool, habe ich ja schon richtig gebaut. Oh, hallo. Ich bin ja ein Magier, bin ich doch. So, lass mal wieder zwei tief hier. Manche werden sich fragen, warum baut ihr da Kies? Kieslöcher. Löcher und baut da Kies rein. Dass es für Wasser ist, sollte den meisten klar sein. Und das. Und Kies ist halt dafür da. Also der Kies ist halt dafür da, dass ich, ja, für die Optik. Hat jetzt keinen vorteilhaften Effekt auf das Wasser, dass das tausendmal stärker ist oder so. Ist einfach nur hübsch. Mehr nicht. Hübsch, hübsch, hübsch. So. Dab, 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 dab. Da fehlt ja was. Hallöchen. Ja, okay, dann können wir jetzt den Kies hier hinbauen. Cool. So, Wasserheim habe ich hier. Ach, da hinten ist auch noch ein Wasserlöchlein. Ist ja perfekt. Ach, dieses Wasserlöchlein können wir ja. Ist das nicht, das ist doch Licht am Ende des Tunnels, oder? Ja. Cool. Da kommt bald was hin. Da kommt bald was hin. Ach komm hier, guck mal hier. Guck mal einer an. Wieder fliegendes Holz hier. Kann ich ja gar nicht haben. Hä? So schon mal nicht Wassereimer. Okay, das müssen wir auch irgendwann schließen hier. So wie das hier. Und jetzt mal eben. Obwohl. Ja doch, doch, doch. Ich dachte jetzt hier wäre eine Höhle. Aber das ist ja nicht so, deswegen. Bam, 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 bam. Klatschen wir alles zu und dann ist es doch auch perfekt. Ich komme wohl schon dabei, wenn. Warum denn nicht? Hä? Hallöchen. Ich meine, was wir jetzt hier machen, das sparen wir uns dann halt in Zukunft. Müssen wir dann halt auch nicht mehr erledigen. Ich hoffe, das ist.
Das akzeptiert jeder so. Okay, ja, da geht uns der Dirt aus. Weil ich finde das besser, einfach solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Scheißarbeiten. Auf gut Deutsch, ja, die einfach mal so spontan zu machen, anstatt so geplant. So denkst du jetzt, scheiße, ich muss jetzt Erde da einbauen. Ist halt auf jeden Fall echt angenehmer, das so zu machen. So, zack. Zack, zack, zack. Und da haben wir es auf jeden Fall. Fast. Man muss dann ja auch nicht so viel machen. So. Haben wir noch ein bisschen? Ja. Haben wir noch. Huch. Eieiei. Da muss ich aufpassen. Okay. Lalalala. Mhm. Und ich glaube, das war es. Das müsste es gewesen sein. So.